Hans Arp gehört zu den bedeutendsten Bildhauern des 20. Jahrhunderts. Seine Werke sind in den großen Kunstmuseen der Welt ausgestellt. Was vielleicht etwas weniger bekannt ist, ist, dass eine ganze Reihe seiner Skulpturen sich auch im öffentlichen Raum in Basel-Stadt und in Basel-Land befinden. Wir möchten Sie einladen, diese Skulpturen gemeinsam zu entdecken. Wir befinden uns hier auf dem Areal des Schulhauses Bachmatten in Rainach in Basel-Land. Das Gebäude stammt von Architekten Hans-Peter Bauer. Er war der Sohn von Hermann Bauer, also demjenigen Architekten, der die Gewerbeschule in Basel realisiert hat. Diese haben wir auch schon besucht und auch dafür hatte Hans Arp verschiedene Skulpturen realisiert. Wir befinden uns hier vor dem sogenannten Waldrad von Hans Arp. Es handelt sich um eine Kalksteinskulptur, die 1961 bereits entsteht, also ein paar Jahre vor der Errichtung des Schulhausareals, das erst 1967 entsteht. Das heißt, die Skulptur von Arp ist nicht speziell für diesen Rahmen entstanden, sondern erst nachträglich hier platziert worden. Eine weitere Skulptur von Hans Arp, die zum Schulhaus Bachmatten gehört, ist diese sogenannte Opfervase. Es handelt sich dabei um eine Bronzeskulptur aus dem Jahre 1965. Auch das also eine Skulptur, die vor der Errichtung des Gebäudes entstanden ist. Ich kann mich erinnern, damals, als ich vor 30 Jahren selber hier im Schulhaus Bachmatten Schüler war, befand sich diese Skulptur noch im Außenbereich und wurde offenbar jetzt erst nachträglich hier in den Innenbereich platziert, wahrscheinlich letztlich auch, um sie zu schützen.